Yamar Prestar ein. Die Welt ist im Wandel. Anmathoninen. Ich spüre es im Wasser. Anmathonerai. Ich spüre es in der Erde. Anostranet Willis. Ich rieche es in der Luft. Vieles, was einst war, ist verloren. Die Welt hat sich verändert. Das Böse hat das Gute übertrumpft. Die Zeit ist nah. Sie haben es dafür vorbereitet. Sie haben aufgebaut, ihre neue Weltordnung. Alles, was sie getan haben, galt der Vorbereitung auf ihr Königreich. Alles. Zwanzig Minuten nach den Live-BBC-Nachrichten über Einsturz des WTC-Gebäude Nummer 7. Sie haben alles für Ihren Meister veranstaltet. Der Antichrist Dajjal ist dabei, emporgehoben zu werden. Alles ist an seinem Platz, um es an ihm zu übergeben. Ich habe hier auf der Erde von Anfang an meine Finger im Spiel. Wer, der noch bei Verstand ist, Kevin, kann mit reinem Gewissen leugnen, dass das 20. Jahrhundert allein mir gehört hat? Alles, was war, Kevin, alles, was war, gehörte mir. Ich bin auf dem Höhepunkt. Das ist meine Zeit, Kevin. Aber da ist eine Sache, die Sie nicht mitberechnet haben. Ein Aspekt, das Sie nicht kontrollieren können und werden. Doch wahrlich, er, Jesus, ist ein Vorzeichen der Stunde. Die Welt wird nicht zu einem Ende kommen, bis die Araber von einem Mann aus meiner Familie geführt werden, dessen Name derselbe sein wird wie meiner. Meine Umma wird segensreiche Jahre erleben wie nie zuvor. Er ist der letzte Imam und Kalif dieser Welt. Was hattest du gedacht, worüber dieser Film handelt? Er wird eine Armee aufbauen, um die endgültige Ankunft des Antichristen Dajjal zu bekämpfen. Mit seinem Kampf wird der Mahdi die Welt für die Wiederkehr des wahren Messias vorbereiten. Friede und Segen sei mit ihm. Er wird die Erde mit Frieden und Gerechtigkeit füllen, so wie sie vorher mit Ungerechtigkeit und Tyrannei erfüllt war.
Und ich komme zu dir zurück, am Wechselpunkt der Zeiten. Selbst wenn die komplette Dauer der Existenz auf der Erde bereits erschöpft wäre und nur noch einen Tag hätte vor dem Tag des jüngsten Gerichts, so würde Allah diesen Tag verlängern, um das Königreich durch eine Person von meinem Ahlul Bayt anzupassen, die durch meinen Namen genannt wird. Erscheinen das Mahdi. Seit dem Altertum hat es zwei besondere politische Ausrichtungen gegeben, die die Welt formten. Antikes Ägypten Neue Weltordnung war errichtet aus Jerusalem, ausgeführt für den Thron von Jerusalem. Und als solches wird es auch in Jerusalem durch den Mahdi enden. Und heute sehen wir, was Israel anrichtet. Al-Aqsa ruft. Die Gläubigen rufen. Die Unterdrückten rufen. Die Welt ruft nach ihm. Es konnte nicht verhindert werden. Es besteht keine Chance, dass die Vereinigten Staaten und Israel irgendeine Form von Widerstand in der arabischen Welt tolerieren würden. Wenn sie sich vormachen wollen, dass es verhindert werden könnte, dann können sie sich das vormachen. Aber ernsthafte Leute, klar denkende Menschen wussten, dass es früher oder später Krieg geben würde. Denken sie etwa, es wird nicht wieder einen Krieg geben? Denken sie, Israel wird die Niederlage von Juli 2006 auf sich sitzen lassen? Nein, es wird einen weiteren Krieg geben. Und das Ausmaß des Schadens wird wahrscheinlich 10-mal schlimmer sein. Weil Israel zusammen mit den USA entschlossen ist, die Araber auf ihrer jetzigen Stellung zu halten. Nun, wie kann ich nicht die respektieren, die Nein dazu sagen? Israel muss eine Niederlage erleiden. Ihr seid die Generation, die den entscheidenden Sieg für die Umma miterleben werdet, die das Gesicht der Religion für immer verändern wird und die Errichtung eines von euch selbst geführten und ehrlichen Systems, welches unseren Leuten gehören wird. Erinnert ihr euch, als wir sagten, dass es alles auf die Blutlinien ankommt? Wir zeigten euch die Blutlinie, die dem Satan dient. Wir zeigen euch nun die Blutlinie, die die Kämpfe von gestern führte und den Sieg von morgen führen wird. Abrahams Blut wurde durch seinen Söhnen Ismael und Isaak weitervererbt. Von Isam stammen Friede sei mit ihnen allen. Von Ismael stammt Prophet Mohammed. Friede und Segen sei mit ihm. Imam Mahdi ist erschienen. Was macht Imam al-Mahdi zu so etwas Besonderem? Sein Vater kommt von der Blutlinie von Mohammed und Ismail. Friede sei mit ihnen. Seine Mutter kommt von der Blutlinie von Jesus und Isaak. Friede sei mit ihnen. Sein Blut vereinigt die reinste Blutlinie und mit ihm werden wir vereinigt antreten gegen den Antichristen Dajjal. Bist du für seine Ankunft vorbereitet?